bei diesem fürchterlichen Wetter zu uns steht, alle hier vorhanden seid. Ich hoffe, jeder hat so einen kleinen Flachmann in der Tasche. Sonst ist das hier nicht weiter auszuhalten. Und so zu meiner linken Seite sehen wir den Elverrat, die Leibgarde und unser Prinzenpaar hier gerade einmarschieren zum Sturm auf das Rathaus. Und guckt mal, wie sie alle lächeln. Die freuen sich, dass ihr hier seid. Bravo. Aufgestellt und jetzt die Großen halt marschieren lassen. Endlich kommen auch unsere rot-weißen Schirme mal wieder zur Geltung. So, und da ist jetzt unser Prinzenpaar für diese Saison. Wir werden gleich hier vor Ort die Krönung unseres Prinzenpaares vornehmen. Ich würde sagen, wir begrüßen unser Prinzenpaar mit einem dreifachen Hallo! 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 Ihr habt uns ja ein Wetter mitgebracht, Mann. Wir kommen nämlich jetzt zur Krönung unseres Prinzenpaares durch unseren Premierminister. Ja, meine lieben, guten Herren und Nahen, ich begrüße hier auch mit einem dreifachen Hello, den harten Kerl. Hello! 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 So, auch in dieser Saison ist es uns gelungen, ein Prinzenpaar zu finden für den Götzkoer Karneval. Und wir begrüßen hier Prinzessin Maxi, die Erste, und Prinz Erik, den Ersten, mit einem dreifachen Hello! Hinein! Hello! Hinein! Hello! Hinein! So, die Krone, wo haben wir die Krone? Die Kronen. Ah, Katrin, helfst du bitte mal? Halt alles von dir, wenn du möchtest, Thomas. Nein, ihre Bürde hat die Prinzessin jetzt die Krone an und die Prinzenkrone gekriegt. Auch den Prinzen wollen wir die Krone aufs Haupt setzen. Ja, sie hackt nicht so richtig, aber es wird trotzdem gelegen. So, nachdem wir nun das Prinzenpaar der jetzigen Saison gekrönt haben, die Garde, vorwärts zum Sturm auf das Zimmer des Bürgermeisters. Stadtkasse sicherstellen, Schlüssel übernehmen. So, bekanntlich dauert das ja einen kleinen Moment, bis die Garde mit dem Bürgermeister hier wieder erscheint. Wie gesagt, wir freuen uns, dass ihr alle jetzt hier seid. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr heute Abend alle kommen würdet. Wir feiern in der Stadthalle, Einlass ist ab 19 Uhr und Restkarten sind noch an der Abendkasse zu erhalten oder nachher hier vor Ort bei mir. Kommt ihr denn auch alle, das wärme und trocken? Schauen wir mal weiter. Die sind noch unterwegs, die Jungs. Habt ihr denn auch alle so einen kleinen Flachmann mit? Wenn die Frauen vor Gruppen auf mich antworten, das selbstverständlich bei euch. Und wie sieht es mit dem Rest aus? Ich habe auch keine, ich habe keine Taschen. Es sieht gut aus. Oh ja, der Elverrat kommt schon mal. Und der Bürgermeister ist auch schon zu sehen. Na, mal gucken, ob der uns in diesem Jahr wenigstens was richtig Ordentliches in die Kasse gepackt hat. Werden wir ja gleich alle erleben hier. Ja, den Bürgermeister und die Stadtkasse bitte raus auf die Treppe. Jawohl, und nach zehn erbitterten Kampf ist es auch in diesem Jahr gelungen, den Bürgermeister festzusetzen. Jawohl, und ja. Der GCC hat die Macht übernommen. Der Schlüssel der Stadt Gützkow ist unter. So, nun wollen wir dann, wie in jedem Jahr, Herr Bürgermeister, ja, mal sehen, was in der Stadtkasse ist. Ja, das wird jedes Jahr eine traurige Überraschung werden. Oh, 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 oh. Katrin, zuerst für dich. Die Schere! Herr Bürgermeister, der Schlitz muss ab! Der ist ja sehr mickrig in diesem Jahr!
auch immer kleine. Ja, das muss der von der Einsegnung der Schlitz sein. Das ist unser. Kommt in die Sammlung. Oh. Und das fängt ja gleich merkwürdig an. Was mag das sein? Das sieht aus wie ein Stück Regenrinne. Scheint vom Fallrohr zu sein. Irgendwer steht hier auf Buntmetall. Oh, das fehlt ja hier auch. Wie kommt das? Ja, es kann aber auch sein, dass die Regenrinnen schon verkloppt werden, so sagt er. Und dann hat die Stadt Gützkow was Neues angeschafft. Eine neue Steuerpresse. Damit soll jeder Haushalt einzeln aufgesucht werden. Allerdings fällt mir an dieser Presse auf, sie hat sehr viele Löcher, die nach außen führen. Ich vermute, viel von den erpressten Steuern wird wieder in dunkle Kanäle versickern. Na? Katrin, wir haben Glück! Die Sparsocke vom Bürgermeister! Komm, wir wollen mal gucken, was drin ist. Ich merke meine gar nicht mehr. Ich halte mal das Mikro gegen, damit wir das Klimpern auch hören. Oder vielleicht auch nicht. Wenn das nämlich nicht klimpert, sind das alles Scheine. Aber das wird wieder nichts. Das wird nichts mit Scheinen. Ich sehe schon. Erstmal lang nicht so rein. Lass den Schluck vor der Frau Bürgermeister verstecken. Den Schluck werden wir ihm lassen, so gemein können wir nicht sein. Wir können auf eine Treppe hochgehen. Ich glaube es nicht. Lauf der Hosen. Der hat nur Hosenknöpfe in seinem Sparstrumpf. Und eine Wärmflasche hat er sich reingepackt. Das muss wohl für die kalten Zeiten sein, die auf uns zukommen. Und dann wurde noch was für Gützko angeschafft. Das soll an alle Rentner ausgegeben werden. Ja, das leuchtet dann auch. Es ist nämlich geplant, dass die Velotaxis von Greifswald nach Gützko umgesetzt werden. In Greifswald braucht es kein Mensch. Aber es soll eine Linie eingerichtet werden, Gützko-Masko-Straße runter zum neuen Lidl. Die Gebührenordnung steht auch schon fest. Normaler Einkauf 3 Euro, großer Einkauf mit Anhänger 4 Euro. Ja, meine lieben Herren und Herren, was soll ich euch sagen? Mehr war wieder nicht drin. Das Beste, wie gesagt, die Flasche Schnaps, mein Bürgermeister. Mehr ist hier nicht zu holen. Ja, ich weiß nicht, möchte der Bürgermeister sich rechtfertigen? Ja. Nein, er möchte nicht. Gib ihm dazu die Worte, also ehrlich mal. So, und wie ihr seht, machen wir jetzt hier schon mit dem Platz. Denn heute Abend haben wir natürlich auch wieder internationale Gäste zu Gast bei uns oben in der Stadthalle. Und weil die von weit her kommen, sind die natürlich heute Vormittag schon vor Ort. Die waren ganz schön teuer, aber nichtsdestotrotz treten sie jetzt auch hier schon auf. Begrüßt hier mit mir gemeinsam, ich muss mal gucken, sind die schon da? Ja. Begrüßt hier mit mir gemeinsam mit einem Dreifachen. Hallo! 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 Die Weather Girls! Umbrellas at home. All right. It's rising.
mit einem dreifachen Hallo! Hinein! Hallo! Hinein! Hallo! Hinein! Und eingeladen wurden die auf meinen persönlichen Wunsch, da kann selbst ich mich noch hinter verstecken. So. Bonze haben wir natürlich für die Kleinen auch noch mit. Ich würde sagen, das machen wir aufgrund des Wetters so alle hier so ein bisschen nebenan, da ist ein bisschen geschützter. Und wir gehen jetzt alle einen Glühwein zischen, oder nicht? Und eine Bratwurst essen und sehen uns dann hoffentlich heute Abend wieder. So, bis gleich um die Ecke. Ja.